Einpacken. Super gut. Hallo hier auf dem YouTube-Kanal von Dogginizer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeigen wir euch, wie ihr dem Hund den Trick Einpacken beibringen könnt. Also, dass der Hund zwischen euren Beinen landet. Dafür ist es gut, dass der Hund erstmal das Drehlicht übt. Wir haben euch das hier oben in der Infobox verlinkt. Das heißt, das solltet ihr als erstes einmal mit dem Hund üben, damit er ein bisschen wendiger in der Hinterpfote wird. Wenn das aber gut klappt, dann könnt ihr auch schon mit diesem Trick loslegen. Und zwar führt ihr den Hund dann wieder mit Leckerchen im Prinzip in die richtige Position, bis der Hund verstanden hat, was er tun soll. Sieht dann einfach so aus. Das heißt, ich docke den Hund hier an mein Futter an. Dann mache ich diese 180-Grad-Drehung, die der Hund vom Drehlicht kennt. Und dann führe ich ihn ein bisschen rückwärts, bis er zwischen meinen Beinen landet. Und da füttere ich ihn. So, wer möchte, kann am Ende noch einen Sitz verlangen von dem Hund. Super gut. Und so sieht das Einpacken dann auch in einer schnelleren Geschwindigkeit aus. Einpacken. Juppala. Ja, nochmal. Das machen wir nochmal. So, einpacken. Zack. Genau. Am Anfang könnt ihr den Hunden natürlich ein bisschen helfen, indem ihr eure Beine auch so positioniert, dass der Hund auch wirklich dazwischen landet. Wir machen das mal nochmal. Anderes. So. Und einpacken. Zack. Super gut. Feine Maus. Und schon habt ihr eurem Hund wieder einen neuen Trick beigebracht. Viel Spaß beim Üben.